Hallo Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Popo am Arm. Julian macht möglich komische Instanzen, das während Cookie Thumbnail machen. Tun. Oh, die Musik ist halt zu laut. Genau. Red mal bitte was, red mal, sag mal was. Mimi. Sehr schön. Gourmet hat mich heute im Grenzduell vorgelassen und damit habe ich Serverbezwinger bekommen. Es gibt 4000 Kraft obendrauf und 20 Poliersteine und 100 Diamanten. Danke, Gourmet. Danke. Und man muss lernen, Danke zu sagen. Wie weit bin ich denn aktuell von Mini2K entfernt? 21.000 2. Kraft. Einfach deine Gusche. Shut the fuck up. So, wir entwickeln wieder was. Was entwickeln wir denn heute? Soll ich Kanimani entwickeln? Soll ich Quaporet machen? Soll ich... Oh ja, Quaporet. Ich mach dann einfach ein Quapo und pack dann einfach so ein richtig beschissenes Bild von Aporet rein. Das wird super. Mach Quaporet, dann habe ich mal eine Idee fürs Thumbnail. Danke dafür. Ein Blali. Ich suche gerade das scheiß Quapse. Genau, wir müssen auch eine Folge machen, wo wir irgendein fettes... entwickel mal Relax oder mache ich dann die Fresse von Drachenlord rein. Ich suche gerade mein Chat. Ach, hier. Was brauchst du denn? Freundschaft? Hast du schon? Brauchst noch ein Level? Kriegst du 10. Entwickeln zu. Yeah, Kompuzzi. Quaxo heißt das hier? What the fuck? Quapsel, Quaxo, Quapo? Ist Quaxo nicht der grüne Frosch? Ja. Ich liebe die Übersetzung. Wieder was gelernt. Und ich dachte mal, es kommt Quapsel, Quapuzzi. Ich bin zu dumm. Quapo? Red. Nee, warte. Quapsel, Kapuzzi, Quapo. Ja, doch, stimmt, das recht. Und wie wird's da genannt? Quaxo. Frag nicht. Quaxo? Frag einfach nicht. Jetzt haben wir stimmt, Quapo. Jetzt mal for real. Quaxo ist der grüne Frosch, aber den kannst du auch entwickeln. Nee. Du kannst Quapuzzi, kannst du zu Quaxo entwickeln. Ja, doch, im normalen Spiel, aber nicht hier. Da habe ich noch... Quaxo wäre voll geil. Trainer Go gespielt. Da habe ich noch die Steine gesammelt. Bommi. So, hier möchte ich bitte einmal wegfegen. Bitte einmal 5 Stück. 2 Stück, naja. Ja, okay, es wäre auch Schwachsinn, wenn man Quaxo entwickeln könnte, weil dann müsste man ja theoretisch auch Lasho King entwickeln können. Ja, aber es wäre einfach witzig. Guck dir Mashok und Apollo an. Kriegst auch nur das tauschen. Kannst du hier tauschen? Ja, stimmt. Hast schon recht. Das könntest du ruhig einfügen. Ich hole mal hier wieder meinen ganzen Schrott ab. Ein Schrott ist nicht eigentlich gutes Zeug dabei. Aber Freunde. Zack, zack. Bist du gerade in der Top 10? Nee, ne? Mm-mm. Kai haut dich immer runter. Ja, mich hauen ständig irgendwelche Leute runter. Ich habe das Gefühl, die hassen mich. Oder die sehen mich einfach als leichtes Opfer. Jedermann versucht immer, mich kurz vor knapp anzugreifen, um sich dann wieder runterschlagen zu lassen. Aber das lasst ihr nie mit mir machen. Ich habe mich heute runterschlagen lassen und er wird heute die 2 holen. Und während er die 2 holt, greife ich ihn an. Und kurz vor knapp ist er auf der 2. Dann schlage ich ihn in dem Moment. Ich komme auf die 2 und er kommt auf die 5. Wichser. So, zurück zu den Instanzen. Was machen wir? Normal oder Elite? Normal. Krieg ich eher mein Kindwurm. Wieder ein Pokédex, ein Drog. Eigentlich 2 mit Brutalander. Don't stop me now. Yeah, yeah. Was? Ich brauche hier gerade Buffen. Das Buffen ist sinnlos. Habe ich 4 Sterne geholt? Hab gar nicht drauf geachtet. Die Antwort ist ja. Habe ich gerade ein Level abbekommen? Giratina ist gerade 77 geworden. Was?
Ich hab kein Level abbekommen. Ich meine, ich bin kurz vor dem Level ab nach 1000 EP, aber. Das ist eigentlich noch 900 EP, ne? Komisches Spiel. Komisches Spiel! Das ist auch echt dur. Mein Kyurem ist, glaube ich, Freundschaft 71. Ich kann es bald benutzen. Da freue ich mich drauf. Dass ich nicht Hunde angreifen kann. Egal. Ich kann bald meinen Supporter nutzen. Dann können wir auch die coolen Runen öffnen, weil wir sehen, was das Cooles bringt. Bin ich gespannt, wie viel Kraft uns das nochmal gibt. Bringen Supporter überhaupt Kraft obendrauf? Keine Ahnung. Ein Lunala macht halt aktuell noch am wenigsten Schaden. Aber ist trotzdem sehr, sehr hilfreich. Julian, hat man dir eigentlich schon mal erzählt, dass deine Eltern Geschwister sind? Nein, sind sie nicht. Weiß ich, weil es zwei verschiedene Familien sind. Klingt verrückt, aber bei uns ist es anders als bei deiner. Hast du eigentlich schon das schöne Bild heute gezeigt? Seelegende Pokémons vom Typ Psycho-Self. Nee, das könnte man allerdings dann gleich noch machen. Ich habe heute noch dran gedacht. Aber dann auch irgendwie nicht. Wir zeigen zum Abschluss mal. Also, guck mal jetzt bitte kurz oben in die Leiste. Ich habe heute meinen Gratisversuch. Ich bin in den Spaß. Ja. Nice, Alter. Rayquaza. Du auch? Easy, perfektes Wesen. Nee, Mann. Was hast du denn bekommen? Als ob ich ein einziges Mal in meinem fucking Leben was aus der scheiß Ziehung bekomme. Also hier die EP-Fragmente? Ja, die grauen. Ja. Zwei Stück. Guck mal, ich habe sogar hier ein Zaubermuster 1 aus der niedrigen gezogen. Das empfinde ich als besser als zwei hässliche EP-Fragmente. Mit dem Scheiß kann man wenigstens noch was anfangen. Ja, mit EP auch. Aha. Ja, ich bekomme aber auch immer den Scheiß. Konntest du nichts machen, dann muss ich dir zugucken. Ich kann mein Mega Gardevoir auch bald im Team benutzen. Ja. Das ist fast besser als mein Barnett. Na, geil. Ich muss irgendwas mit meinem Barnett machen. Ah, ich muss ja mal die Fähigkeiten durchballern. Freut mich für dich. Jetzt nur noch Arceus und dann läuft. Dann kommst du mal wieder hoch zu mir. Auf dem Scoreboard. Wir waren schon immer auf demselben Niveau. Weißt du, was ich jetzt bekomme? Ich bekomme jetzt eine Belohnung im Duell, in der Duell-Tagesbelohnung, ne? Ja. Quatsch, nicht Duell-Tagesbelohnung, in der Gilden-Tagesbelohnung. Ich bekomme jetzt Reshiram-Fragmente. What the fuck? Ja! Ich bekomme jetzt echt Reshi-Fragmente, aber halt auch wirklich nur eine Belohnung. Das ist ja okay, aber... Ich meine, ich habe nichts gegen Reshiram, aber for real jetzt... Eine Belohnung, dann gib die Reishi-Fragmente wem anders und gib mir 4-5 andere. Fair, okay, 4-5 ist ein viel, aber 3 oder 4. Fair ist es eigentlich, ja, egal, wenn ich jetzt angreife. Wenn du so im Schnitt 140 bis 180 Diamanten bekommst, glaube ich, ist wenn es alle bekommen, ist es überall ausgeglichen. Aber GG-Kalle und sowas und Mini2K und Cheezer bekommen ja alle 5-6 Belohnungen. Und nicht die billigen. Also bin ich gespannt, wann sich die Nächsten neben mir aufregen. Weil wenn Hans-Peter hat sich schon aufgeregt. Wenn einer von uns beiden rausgeschmissen wird, geht der andere automatisch aus Solidarität mit. Ja. Und dann... Ich predikte schon mal, dass du das bist. Dass ich rausfliege, ja. Der rausgeworfen wird. Ja. Ist halt komisch. Na, noch sagst du ja. Solange China mal nicht der Verantwortung bekommt, ist alles gut. Wieso hasst du China Mann so sehr? Ich hab mich am Anfang aus der Arena rausgehauen, dann habe ich Mini2K rausgehauen, habe ihm aber parallel geschrieben, hier, China Mann hat mich gekickt, wegen seinem scheiß Mega-Zubiris und seinem Mini-Pimmel kriege ich ihn nicht. Hau ihn doch einfach raus. Ich habe den Streit nicht angefangen. Es gibt voll oft Xerneas-Fragmente im Shop. Denkst du, es lohnt sich, die sich zu holen? Weil die bringen halt schon je 10... Auf lange Sicht kommst du ziehen besser, weil du mehr Belohnungen bekommst, plus Diamantverbrauch. Ich will gar nicht für Xerneas ziehen, ich will den mit Unis beschwören. Dann musst du gucken, wenn ein guter Diamantverbrauch ist, kannst du dir an dem Tag die Xerneas-Fragmente holen.
Weißt du, ist das verbrauchsabhängig? Ja, weil heute könnte ich für 1500 holen, zum Beispiel 6 Stück. Das sind, spart mir schon und mal 60. 5000 sind, glaube ich, dann epische VMs. Kannst du vielleicht... Ja, siehst du, wenn ich 2000 ausgebe heute, Diamanten, kriege ich zum Beispiel 100 Unis. Hm? Muss ich gerade das nachvollziehen? Ist doch heute gerade im Verbrauch Unis. Guckst du gerade bei Aufladen? Ah, ich habe auf Tagesaufladung geschaut, GG. Ah, okay, never mind. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich war gerade ein bisschen erstaunt, weil ich heute auch auf die 5000 gehe, weil ich meine Farm endlich erweitern wollte mit dem letzten Pokémon. Oder wann gibt's hier, sag schon, das erste Mal VMs? 3000? Ich glaube 3000, auf die gehe ich gerade. Auf die. Dass ich schon mal zwei legendäre VMs habe. Einfach nur, weil ich meine Farm heute erweitern wollte. Wollte ich sowieso, dass ich ein neues Pokémon habe. Ja, dann gehe ich. Obwohl 140 Dingenskarten. Na, 220 Bären. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt heute. Es geht mir um die VMs, nicht um den restlichen Scheiß. Ja, wo kriegst du sonst 4 VMs her? Auktion und? Chance, Lebi. Hast du eigentlich an den einen Tag in der Auktion mitgemacht, wo du mitmachen wolltest? Ich habe gerade keine Ahnung, welche ich gemeint ist. Habe ich überhaupt schon was in der Auktion gekauft? Okay, gut, dann hast du nicht mitgemacht. Du wolltest der einen Auktion irgendwie was kaufen, weil es irgendwie Fragmente gab, die du haben wolltest. Oder auch eine Tafel? Ach, ich habe schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Du hast wahrscheinlich nicht mitgemacht. Dann habe ich vielleicht sogar nur rumgetrollt. Oh, wow. Hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht anders von dir erwartet. I'm the Troll! Hab ich schon was entwickelt, ja. Gut. Schon, ich hab Quapo Red. So, Mega Gardevoir auf Freundschaft 60. Ja, cool. Yes. Ich bin überlegen, ob ich mein Latias hochziehe. Und soweit ich es in Erinnerung habe, macht es ja Statusprobleme weg. Das mit dem wenigsten Leben wird, glaube ich, geheilt. Um einen gewissen Satz von Spezialverteidigung oder KP. Und Status-Effekte werden, glaube ich, vom schwächsten Pokémon im Team, also mit dem niedrigsten KP, prozentual entfernt und ein bisschen geheilt. Das ist Schutzschild. Meine ich mich zu erinnern. Und so kann ich vielleicht Mega Zubiris umgehen. Du möchtest gehen, dann mach jetzt bitte. Ich bin weg, ciao. Ja, auf damit. So, machen wir noch dich kaputt. Nicht? What? Ich hasse Mega Gengar, ne? Ist der noch so gut? Nein, nicht so gut wie im Verhältnis zu früher, aber trotzdem nervig. Trotzdem nervig. Bist du gerade zum Russen geworden? Ich bin nichts Russe. Ich bin wasch echter Wodka. Zucker. Hör einfach nicht auf mich. Hilf mir einfach. Heißt dein Bruder Wladimir? Falls ja, bist du Russe. Kannst du nicht abstreiten. Mein Bruder ist nicht Wladimir. Mein Bruder ist Putin. Mein Bruder heißt ein Wodka. Zucker. Ah. Paar Instanzen sind halt immer so super spannend, aber ich finde es halt lustig, dass man so nebenbei macht. Ich kratze gerade mit einem Schraubenzieher ein Mauermuster in mein Mauspad. Cookie, such dir Hilfe. Dringend. Die wollten mich nicht. Dringend. Die haben mich eingemauert. Rat mal, warum ich die schönen Muster hier rein servier. Das erinnert mich an meine Zeit in der Klapse. Ich mach jetzt mal hier kurz das Ding aus. Sieht man hier irgendwas? Nein. Können wir euch nochmal. Julian, die haben mich jeden Tag gepeitscht. Ne, ich hab kurz Blackscreen, kein Wunder. Nicht wundern, Leute. Brauch Hilfe. Ich möchte das schöne Einlog-Screen zeigen. Den schönen Einlog-Screen. Julian, bitte. Ich möchte nicht helfen. Sie verfolgen mich in meinen Träumen. Aber jetzt mal wirklich, bitte hilf.
Bitte Hilfe! Nein. Ich bin gerade im Level aufgestiegen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Mir fehlen noch 800 EP. Ich will die Heilung schaffen. Darf ich es nicht wegdrücken? Och komm. Was ist denn heute? Noch da. Hier. Heute ist den ganzen Tag sonnig. See. Nice. Legende Pokémons von Typ Psycho Self. Wir fangen jetzt erstmal mit den Bildern. Self ist zwar heute in Erziehung. Schön und gut. Dioxys war, glaube ich, die Tage und Kapufalle auch. Von daher kommt das Bild schon mal viel zu spät. Es geht weiter mit Seelegende. Die einzige Seelegende, die ich kenne, ist Garados. Oder kennst du noch eine andere? Die drei Psycho-Pokémon da, Selfe, Vesprit und Turbutz, das sind Seelegenden. Das stimmt schon. In den Spielen hat man die auf den Seen gefunden. Also in Diamant. Ja, die habe ich nie aktiv gespielt. Ja. Ich glaube, Diamant habe ich bis zum zweiten Orden gespielt, dann Rotzkacke, dann habe ich es nicht mehr gespielt. Pokémons? Da fehlt das Axon. Graf? Also mal davon abgesehen, dass Pokémon die Mehrzahl Pokémon hat und nicht Pokémone oder Pokémons. Das Spiel ist variabel. Das sollte man als Pokémon-Spiel übrigens wissen. Von Typ, ganz besonders. Ich will aber auch Typ Psycho-Self. Selfe. Gut. Ja, mal davon abgesehen, das ist gar nicht. Es ist. Ich denke, es doch, ist Typ Psycho. Das ist Self, ne? Self, ja, okay. Ich dachte jetzt gerade, man kann Vesper-Dings, aber Vesper kriegt man auch mit Unis. Ich glaube nicht, dass sie das als Ziehung da reinbringen. Ich auch. So, zack. What comes to you? Wir haben schnell wieder Instanz weg. Wir machen ja aber wahrscheinlich heute nicht und so. Man kann die Alga am Hochwertigen fangen. Ich habe es gestern tatsächlich versucht zu bekommen. Ich habe noch ein paar Dinger weitergemacht. Aber irgendwie wollte es nicht auftauchen. Julia, nach dem zweiten Ticket. Nach dem zweiten. Nach dem wieviel? Mit perfektem Wesen. Ich will gar kein Dialga. Nur einmal für den Pokédex. Ich will gar kein Dialga. Ich will den Eintrag gar nicht. Den Eintrag schon. Aber mehr auch nicht. Also würdest du es dann direkt verzüchten? Ja, vielleicht wohlwollen. Weiß ich nicht, welches Pokémon Dialga braucht. Palkia würde ich, glaube ich, aktuell nehmen. Und Solgaleo. Solgaleo habe ich gestern tatsächlich überlegt, ob ich mir das hole durch LOL. Event. Was hat denn Dialga für eine krasse Wohlwollen-Tab hier? Bestimmt Lunala? What? Nee, Palkia? Nein. Ich zähle jetzt mal kurz auf. Erstmal hier Brutalanda. Das ist machbar. Palkia? Ja. Reshiram? Das ist auch machbar. Latias oder Latios? Und dann, pass auf, dann noch dieses grüne Pflanzkampf-Pokémon. Keldeo? Kapu-Pflanze? Mew? Mio ist auch machbar. Und die anderen beiden Pflanzkampf-Pokémon. Das ist richtig komisch. Der hat 1, 2, 3, 6, der hat 10 Wohlwollen. Das sind wahrscheinlich die erweiterten Dinger, wo du das hier mit der Glocke kaufen kannst in dem Allianz-Shop. tatsächlich, hier gibt's echt Sanftglocke. Krass, Alter. Und warum haben das meine anderen Pokémone nicht? Du meinst Pokémons? Pokémone. Pokémons. Ich finde das schon klasse, dass die wenigstens nicht mal überall den falschen Plural haben. Sondern verschiedene falsche Plural. Das finde ich klasse. Was sind die Mehrz-, was sind der Plural von Plural? Plurale! Ich dachte Pokémone. Bring mich um. Ich krieg einfach kein gutes Wesen auf meinem Gardevoir. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Kein gutes Wesen? Temposchub 3. Ach so. Na, hier, Fähigkeit. Hat das keinen Drachensprache? Sollte ich auf Drachensprache gehen? Weil es über 5 Runden geht. Zucker? Aber ich glaube, ich behalte erstmal Temposchub. Ich habe nur noch 60 von den hochwertigen und nur noch 5 von den großen. Mir egal. Musst du wissen.
Mir egal. Noch ist es eh nicht im Team. Ich merke, dass es mir zu wenig Damage macht, kann ich das Wesen immer noch ändern. Solltest erstmal dich um deinen Arceus kümmern. Ja, du lustiger. Wie viele Kyorka-Fragmente hast denn du? Ich glaube, ich so knapp über 80. Keine Ahnung, 17 oder was? So. Ich bin knapp über 80. Ja, ich. Wie kriegst du die? Ich habe 17. Ich habe mir keine durch den VIP-Shop geholt. Kein einziges. For real jetzt? Ich habe wirklich nur 17. Ich bin über 80 und habe auch alle. Ich kann es auch gleich mal zeigen. Warum kriege ich denn jetzt Rechi-Fragmente? Tut mir so leid, dass du ein Pokémon am Ende bekommst. Ich meine, beschweren tue ich mich nicht. Also, ich habe mich doch beschwert, aber... Aber halt nicht so beschwert. Ja, nicht so. Ich hätte gern Rechi-Fragmente. Würde ich echt gern haben. Aber ich bekomme keine. Nice! Ich habe auch noch 10 Meloetta-Fragmente. 20 Dianzi. Ja, weil du immer komisch gezogen also hast. Jetzt Maul. Dafür könnte ich mir jetzt ein halbes Vulkanion zusammenbasteln. Uiuiui. Das hat fast. Der dritte, der es geschafft hat von der Kraft. Ist so krass, wie Megatubiris abgeht. Das sieht man hier allein, dass Gourmet hier durchmarschiert ist mit seinem scheiß Megatubiris. Gourmet dürfte bald bei den zweiten Fähigkeiten sein. Hooper. Geh mal kurz auf Hooper bei Fragmenttausch. Hat heute das perfekte Wesen. Willst du es dir nicht eben beschwören? Hab ich schon, zweimal. Achso, auch mit perfektem ja, Wesen, oder? Einmal mit Angriff und einmal mit Init-Wesen. Genau, was ich mich nicht entscheiden kann. Okay. Also das ist mein Hauptproblem bei sowas. Möchte ich ein Inni-Wesen, ja. möchte ich ein Angriffswesen? Ich weiß es nicht, deswegen hole ich mir gleich beides. Das macht es auch viel einfacher. Vollkommen verständlich, um ehrlich zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Für den Urin. Es regt mich echt auf, dass du direkt so ein verdammt gutes Wesen bei deinem Machado bekommen hast. Geil, ne? Ich finde das übelst. Ja. Ich freue mich doch wirklich. Ich hasse dich dafür. Es geht übelst ab, das Ding. Verprügelt hier alle. Batz. Was ist denn Kaguron für ein Pokémon, Alter? Kein hübsches, wie es aussieht. Voll hässlich, Alter. Das ist so ein Ultra-Biest, oder was es ist. Ist das schon drin? Ist das schon drin? Wir haben schon eine ganze Menge Ultra-Biest da drin. Schabelle. Schlinking. Anego. Voltriant. Oder wie das hier heißt. Katagami. Sind kacke. Dann dieses Kaguron, wo ich gerade gesagt habe. Nekrozma ist zum Beispiel auch ein Ultra-Biest. Das ist sexy. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob laut den Spielen Lunala und Solgaleo auch Ultra-Biest sind. Die waren noch vorher in der Generation. Also, nein, die kamen mit derselben Generation wie mit den Ultra-Biestern. Ich muss aber zugeben, ich habe nur bis also Smaragd, Rubin und Saphir, glaube ich, aktiv gespielt. Danach wurde es mir dann einfach irgendwann zu blöd. Jetzt darfst du dir, glaube ich, mittlerweile ein neues direkt. Ich weiß gar nicht, das wollten wir doch schon mal ansprechen, oder? Irgendwie, es gibt jetzt ein neues Pokémon-Spiel für die Switch. Ja, es kommt dieses Herbst oder sowas. Pokémon Go und Switch wird das. Hätte ich nur Pokémon Go weitergespielt. Ich bin im ersten Sommer, also als es rauskam, Stufe 36 geworden. Ich hab da wirklich gesucht. Sechs Monate rumgerannt. Ich bin auch irgendwie 32 oder so. 6 Monate nur rumgerannt. Ich war, glaube ich, noch vor Spieletrend 36. Als ich 36 war, war er, glaube ich, gerade 34. Und wieder... Spieletrend dieser komische Schwede oder Österreicher? Ein nicht deutscher, deutschsprachiger Mensch. Ich weiß nicht, ob er aus Österreich oder Schweiz kommt. Ich glaube, der kommt aus Österreich. Ich weiß es aber nicht. Aber ich war vor ihm, deutlich vor ihm. Geht auf dem seinen Kanal und abonniert. Wir werden nicht bezahlt. Nur für die Leute, die Pokémon Go spielen und das auch angeguckt haben. Stimmt, alle anderen dürfen nicht abonnieren.
Es war schon ein cooles Spiel. Gerade wenn du neue Leute kennenlernst, plötzlich alle draußen waren. Das war schon cool. Aber dann haben die ersten Updates zu lange. Ich bin noch nie draußen gewesen. Das weiß ich. Wie ist dieses draußen? Das rieche ich bei dir auch. Das riechst du bis zu dir. Ah gut, ich war mich seit anderthalb Jahren nicht mehr waschen. Das hast du schon richtig gesagt. Du wäschst dich seit anderthalb nicht mehr. Das ist die Rede von deinem Lebensalter. Ich zähle übrigens in Jahrzehnten. Ach so. Ja. Das war mir normal. Ich bin gleich fertig mit der Instanz. Ich wollte heute gar nicht fertig machen, aber irgendwie... Ich wollte heute gar nicht fertig werden. Spacko. Ich muss jetzt mal meine Pokémone trainieren. Mach dies mal. Damit ich... Genau. Anemone, Pokémone ist doch alles das gleiche, Alter. Schwarz, weiß, alles dasselbe. Dasselbe Humbug? Genau derselbe Kack, Alter. Ich hasse alle Menschen, ob schwarz und weiß. Sorry, das musste ich jetzt mal sagen. Das darf einen nicht belasten. Guck mal, und zack hat er keine Buffs mehr. Was war denn das jetzt? Meine paar Sekunden. Ein paar Sekunden? Julian, es hat gerade geklingelt. Wir sollten die Folge beenden. Es war uns eine Ehre, war's das? Mit Ihnen teilgehabt zu haben. Ich habe noch zwei Instanzen. Gewesen sein im Zusammenhang. Ich habe noch zwei Instanzen. Ja, der muss sowieso unten erstmal das Wohnzimmer machen. Also mach das zu Ende, damit wir fertig sind. Mach das zu Ende, dass wir fertig sind? Und beeil dir. Beeil dir schnell oder beeil dir eher so? Eher so, Okay. Ich kann ja nicht sagen, wie lange das dauert. Ungefähr 11, glaube ich. Sekunden? Okay. Monate. Monate? Uiuiui. Wie gesagt, ich spreche nur in Jahrzehnten. Das ist richtig. Ist da noch eine Instanz? Ich kann auch gut tanzen. Ich auch, aber nur nackt. Ich will sogar noch mal Energie kaufen. Ja. Shut up. Du kannst dir keine Energie mehr kaufen. Guck in das Fadenpendel, du kannst dir keine Energie mehr kaufen. Ich kann mir keine Energie mehr kaufen. Geh ab! So. Du bist jetzt ein Kaninchen. Mäh. Du hast nicht gesagt, dass ich ein normales Kaninchen sein muss. Du bist ein Kaninchen mit Sprachfehler. Na, bitte hilf mir. So, und damit habe ich, glaube ich, offiziell die Instanz mit Marshadow beendet. Bam! Jetzt kriege ich ein Sichlor. Cool, huh? Ich wollte schon immer mal ein Sichlor haben. Weißt du, was auch eine Sichel hat? Zuckerbliert! Küstenhöhle erfolgreich bestanden. Yeah, eine Nestkarte und ein Sichlor. Was bekomme ich noch? Yeah, weißt du, wo ich meine Sichel habe? In meiner Hose. Ach Gott, ich glaube, die Witze sind schon zu alt, die schnallt keiner mehr. Ich brauche ungefähr, ich glaube, die Instanz könnte man sogar schaffen. Jörn, denkst du, bei uns von den Zuschauern, hat irgendwer schon mal was von Coldmover gehört? Ich glaube nicht, nee. Oder? Wenn die genauso behindert sind wie wir. Obwohl, wenn die genauso behindert sind wie wir, dann auf jeden Fall. Ja. Aber wir wollen. Bester Mann. Gülle Man. Gülle Man. So, wir wollen. Sollten wir. So, beendet die Folge, damit ich hier in Hals scheißen kann. Scheißen heiß? Liel. Soll ich das so stehen lassen? Ja. Okay. Ich habe auch gerade einen stehen lassen.